Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil Songbook Chord Pro. Mein Name ist Michael, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Diesmal aus aktuellem Anlass. Hilfe, wo ist der Aktualisierungsbutton? Der Beweggrund für dieses kurze Video ist aus dem Gespräch mit meinem Freund Peter entstanden. Er konnte den Button nicht finden. Ich möchte dir demonstrieren, wie du diese Funktion in der Hauptebene anzeigen kannst. Dazu nehme ich dich wieder mit auf mein iPad und schon geht es los. Wenn ihr Songbook öffnet, kann es sein, dass sich anstelle des Aktualisierungsbuttons oben links die Hilfe befindet. In diesem Modus wird Songbook bei jedem Öffnen automatisch aktualisiert. Ich möchte das aber gerne selbst bestimmen, darum zeige ich jetzt die nötigen Schritte. Ich habe das Szenario einmal nachgestellt. Wir starten aus der Hauptebene. Das bedeutet, im linken Bereich befinden sich wieder alle Kategorien und unten links sollte der Button Songs orange unterlegt sein. Wenn sich jetzt anstatt des Aktualisierungsbuttons die Hilfe-Funktion oben links befindet, öffnest du bitte unten rechts das grau dargestellte Zahnrad mit dem Wort Einstellungen. Anschließend scrolle bitte bis nach unten. Hier findest du den Eintrag Automatisch synchronisieren. Die Schaltfläche wird grün dargestellt. Schalte sie aus, dass sie grau ist und klicke bitte einmal unten links auf Songs. Jetzt sollte statt des Hilfelinks der Aktualisierungsbutton wieder verfügbar sein. Wenn dem nicht so ist, beende bitte die App noch einmal komplett und öffne sie anschließend wieder. Das Beenden der App funktioniert bei meinem iPad durch zweimaliges, schnelles Drücken des Home-Buttons. Jetzt schiebe ich das oder die zu beendenden Programme einfach nach oben. Ich öffne das Songbook erneut. Spätestens jetzt müsste der Auffrischungsbutton wieder da sein. Ich teste das einmal und er funktioniert sogar. Die Datenbank gleicht sich mit Songbook ab. Und wo ist jetzt die Hilfe hin? Ihr findet diese in der Hauptansicht Kategorie, ganz unten links Songs, mit einem Klick. Auf Einstellungen befindet sich die Hilfe ganz oben links. Apropos Hilfe. Die Hilfeseite zur App kann ich euch wärmstens empfehlen, wenn ihr Hilfe braucht. Das meiste wird dort schon ziemlich gut erklärt. Mit einem Klick auf den Link schauen wir uns die Hilfeseite einmal an. Ist euer iPad mit dem Internet verbunden, landet ihr automatisch auf der Hilfeseite. Ihr könnt diesen Link auch in einen Songtext einfügen. Dazu habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich habe einen Song angelegt und den Hilfelink dort eingefügt. Ich scrolle einmal an die Stelle und klicke drauf. Und wie ihr sehen könnt, befindet ihr euch jetzt genauso in der Hilfe. Theoretisch könntet ihr in jeden Song diesen Link einfügen, falls ihr die Hilfe mal benötigt. Ich kehre wieder zurück. Besonders praktisch ist es, wenn ihr ein bestimmtes Video, das ihr für euren Song benötigt, in dem Songtext verlinkt. Zum Beispiel mein Songbook Chord Pro Tutorial. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Premiere Songbook Chord Pro. Mein Name ist Michael, schön, dass du dich für dieses Thema interessierst. Ich kehre derweilen zu Songbook zurück. Eine weitere tolle Funktion ist die Möglichkeit, ein Lied direkt aus euren Musikdateien oder aus Apple Music mit dem Songtext zu verknüpfen. Auch das möchte ich euch gerne noch einmal an meinem Song Heute ist dein Geburtstag zeigen. Wenn man den Songtext mit einer Musikdatei verknüpfen möchte, muss das Menü mit den drei Punkten unten rechts geöffnet werden. Heute ist dein Geburtstag habe ich Anfang des Jahres geschrieben, mit Logic Pro produziert und ihn in meinen Dateien abgespeichert. Daher treffe ich die untere Auswahl aus dem Kontextmenü aus Dateien wählen. Mit einem Klick auf die Musikdatei wird diese übernommen und automatisch verknüpft. Das Abspielen wird durch einen Klick auf das Notensymbol eingeleitet. Ein weiterer Klick auf das Notensymbol hier unten links führt das Abspielen aus. Erinnere dich zurück, wie es früher war. Was war in deiner Kindheit wichtig, Jahr um Jahr? Sich mit den Freunden nach der Schule treffen, Tag für Tag. Weihnachten, Silvester und auch die Schulferien, na klar.
Ich habe das Abspielen des Musiktitels beendet. Dieser wird dann automatisch ausgeblendet. Jetzt möchte ich auch noch das Autoblättern ausschalten. Das wird hier vorne erledigt. Jetzt zeige ich noch einmal, wie du einen Musiktitel aus Apple Music mit einem Songtext verknüpfen kannst. Dazu habe ich den Song Watermelon Sugar von Harry Styles ausgewählt. Das Verknüpfen des Songtextes funktioniert ähnlich wie zuvor mit meinem Song Heute ist dein Geburtstag beschrieben. Also zuerst klicken wir wieder auf die drei Punkte. Nachdem ich mit Musik verknüpfen ausgewählt habe, treffen wir im folgenden Menü die obere Auswahl, aus Musik auswählen. Jetzt öffnet sich die Apple Music Mediathek und wir haben die Möglichkeit, über die verschiedenen Kategorien nach Titel, Album, Künstler etc. Lieder auszuwählen. Ich entscheide mich für die Suchfunktion Deine Mediathek. Da ich den Titel vorhin schon einmal gesucht habe, wird er mir direkt vorgeschlagen. Ich wähle also Watermelon Sugar aus. Genauso wie bei meinem Song Heute ist dein Geburtstag beschrieben, wird das Lied von Harry Styles mit dem Songtext verknüpft. Abschließend zeige ich noch einmal, wie man den Titel abspielt. Zuerst klicken wir wieder auf das Notensymbol unten links, dann ein weiterer Klick auf das Notensymbol, das jetzt ein Stückchen weiter nach links gerückt ist. Nun sollte der Titel eigentlich abgespielt werden. Leider verhindert Apple Music während der iPad-Aufnahme das Abspielen der Musikdatei. Darum habe ich es zu Demonstrationszwecken einfach mit dem Handy noch einmal abgefilmt. Diesmal aktiviere ich das Abspielen mit meinem Apple Pencil durch einen Klick auf das Notensymbol. Mit einem weiteren Klick auf das Notensymbol, das jetzt zum Vorschein kommt, klappt es auch mit dem Abspielen des Titels. Die Autoblättern-Funktion wird wieder mit einem Klick auf den Play-Button hier rechts unten gestartet. Das Abspielen des Titels habe ich durch einen Klick auf das Notensymbol beendet. Um die Autoblättern-Funktion zu stoppen, ist ein Klick auf den Play-Button und ein weiterer hier vorne auf dem Play-Button mit der Pause-Funktion notwendig. Das soll's für heute gewesen sein. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich ein bisschen weiterhelfen konnte. Schreibt mir bitte in die Kommentarfunktion, was verbessert werden muss. Ich nehme eure Anregung gerne in einem nächsten Video mit auf. Den Hilfelink werde ich mit in die Videobeschreibung einfügen. Gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben, wenn es gefallen hat und lasst ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. Bleibt kreativ, aber vor allem gesund mit musikalischen Grüßen, euer Michael. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Erinnere dich zurück, wie es früher war. Was war in deiner Kindheit wichtig, Jahr um Jahr? Sich mit den Freunden nach der Schule treffen, Tag für Tag. Und auch die Schulferien, na klar. Und dann war der lang ersehnte Tag endlich da. Heute ist dein Geburtstag. Wir wünschen dir Gesundheit, Liebe, Glück, Geschenke, Kerzen und das größte Kuchenstück ist nur für dich, denn du hast heute Geburtstag. Das wird bestimmt ein richtig geiles Fest. Ich weiß, dass du es heute krachen lässt, bis der Morgen kommt. Die ersten feiern, ich weiß es noch wie heute. Topf schlagen, Verstecken spielen.